Und in die Berge gehe ich, um meinen Verstand zu verlieren, hat mal ein kluger Naturschützer gesagt. Der Kanzler würde sagen, fünfe gerade sein lassen. Die Menschen, die da oben leben und arbeiten, haben eh einen anderen Weitblick als wir hier unten und die Fähigkeit, die Dinge zuweilen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Mein Kollege Martin Breitkopf war ganz oben mittendrin, auf einer der höchstgelegenen Hütten Deutschlands, an der Grenze zu Österreich im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Es ist wohl eine der spektakulärsten Arbeitsplätze in Deutschland. Die Meilerhütte auf 2374 Meter Höhe im Wettersteingebirge. Marissa Sattelecker verbringt hier 4 Monate im Jahr. Nur einmal in der Woche kommt Versorgung aus dem Tal. Die Materialseilbahn ist die einzige Verbindung in die Zivilisation. Wohin? Übers E-Mail ist, haben wir einfach mal. Also, du schreibst den Einkaufszettel? Und der bringt das, was ich brauche. Das ist eigentlich schon praktisch. Du brauchst gar nicht selber einkaufen. Für mich ist es super. Für mich ist es einfach perfekt. Vorrat für eine Woche. Für Wanderer, Übernachtungsgäste, eigene Versorgung. Alles muss gut kalkuliert sein. Schnell mal Gummibärchen um die Ecke holen? Unmöglich. Stundenlang dauert der Abstieg. Die Schutzhütte vom Deutschen Alpenverein hat 80 Übernachtungsplätze. Mittlerweile gibt es zwar Strom über eine Photovoltaikanlage, doch so wirklich bekommt die Hüttenwirtin nicht mit, was im Rest der Welt los ist. Also ich habe keine Tageszeitung, ich habe eigentlich in dem Fall, gut, wir haben jetzt mittlerweile schon ein Radio, aber wenn wir uns offen und ehrlich sein, der Radio läuft einfach im Hintergrund und wenn ich jetzt zum Beispiel alle 2-3 Tage mal Nachrichten schaue oder links, dann denke ich mir, oh, okay, was ist jetzt wieder, was geht jetzt wieder ab? Okay, wenn ich dann in Oktober runterkomme, dann kommt eh die Lawine der Nachrichten. Ja, aber bis dorthin, ja, für mich tut das eigentlich relativ super. Ja. Marissa Sattelecker ist Anfang 50. Schon ihre Eltern hatten die Hütte gepachtet. Hier kennt sie alles in- und auswendig. Für sie ist es normal, dass es eine Trockentoilette gibt. Wasser gibt es nur aus einer Zisterne. Duschen geht nur mit einem Eimer. Und wenn es nicht regnet, halt auch mal gar nicht. Die, die jetzt unten im Tal leben, da kann man das Wasser aufdrehen. Da hat man Mengen unendlich. Das kann man ganze Wochen auch rinnen lassen. Strom hat man auch bis zur Unendlichkeit. Und da herum muss man halt einfach sagen, okay, passt, oh, jetzt haben wir das nicht. Oder jetzt haben wir keine Wassertoiletten. Ja, es bleibt ihnen ja nichts besonders übrig, als das zu nehmen, das, was halt da herum ist. Weniger ist hier mehr, das erfährt jeder, der hochkommt. Zurück zur Natur wollen viele. Für ein paar Stunden abgeschnitten von der Welt, eher ein Abenteuer für die Hüttengäste. Wir sind hier hochgekommen und brauchten kein Internet. Wir haben genug gesehen, wir haben Schafe gestreichelt, wir haben eine Gams gesehen. Da brauche ich kein Internet, kein Fernsehen und eigentlich auch kein Radio. Einfach mal abschalten, das wollen auch die Hüttenhelferinnen und Helfer. Meist für einen Monat helfen sie beim Bettenmachen, Bedienen oder Kochen. Felix Pilz etwa studiert bald Mathematik. Davor will er aber jetzt noch mal den Kopf freikriegen. Ich glaube, ich habe noch nie so im Moment gelebt wie hier oben. Und das würde ich gern mitnehmen weiterhin, weil man gar nicht an morgen denkt, nicht an gestern denkt, weil die Tage so ein bisschen ineinander übergehen. Und das würde ich gern mitnehmen, so eine Leichtigkeit. Doch den ganzen Sommer über schaffen wir es nur wenige. Marissa Sattelecker ist da wirklich eine Ausnahme. 4 Monate steht sie 7 Tage am Stück in der Küche, um zum Beispiel ihren berühmten Kaiserschmarrn zu machen. Obwohl sie wirklich viel zu tun hat, die Uhren ticken hier heroben irgendwie langsamer. Also ich sehe das halt so, ich meine, da unten ist natürlich schon Hektik pur bei unten so, gell? Bei uns herum ist halt die heile Welt. Und du siehst da teilweise die Leute wie gestresst und wie genervt und keine Ahnung, wie sie teilweise sind. Da denke ich mir, okay, passt. Und dann ist die Hektik mit dieser Uhr und jetzt 10 Minuten habe ich noch Zeit und hin und her oder das und das muss ich auch noch machen. Ja, das bleibt da herum alles. Ist einfach nicht wichtig. Vor allem gegen Abend scheint es, als hoch über den Wolken die Zeit stehen geblieben ist. Statt mittendrin ist Marissa lieber oben drüber und genießt den Augenblick im Hier und Jetzt.